Für Bundesfinanzminister Schäuble dürfte das eine ziemliche Enttäuschung gewesen sein. Er dachte, er bekommt einen Scheck über 1,5 Milliarden Euro überreicht. Stattdessen waren es dann nur gut 660 Millionen, weniger als die Hälfte. Die Rede ist vom Bundesbankgewinn, der in den Bundeshaushalt fließt. Wie hoch er ausfällt, hängt allerdings auch davon ab, welche Rücklagen der Bundesbankpräsident bildet. Rücklagen, um sich gegen Risiken abzusichern. Und die Risiken der Eurokrise bewertet Bundesbankpräsident Weidmann offensichtlich ziemlich hoch und behielt entsprechend viel Geld als Sicherheit ein. Da blieb dann für Herrn Schäuble nicht mehr viel übrig. Warum der Bundesbankpräsident so besorgt ist, frage ich ihn gleich selbst. Der ist als Studiogast bei uns. Doch zunächst ein Bericht von Florian Neuhan. Seine Worte hatten Sie zuletzt immer öfter überhört. Ob in Berlin, Frankfurt oder anderswo. Jens Weidmann, Chef der Bundesbank, Mahner vom Dienst. Heute aber ging es nicht nur um Worte, sondern um Geld. Und so konnte er sicher sein, diese Botschaft kommt an. Die Krise ist noch nicht vorbei, trotz der zwischenzeitlichen Beruhigung an den Finanzmärkten. 2008 hatte die Bundesbank noch gut 6 Milliarden Euro Gewinn an den Bund überwiesen. Heute ist es bloß noch ein Zehntel davon, 664 Millionen. Die Bundesbank schlägt ihre Milliarden lieber zurück. Äußerste Vorsicht wegen der Euro-Krise. Doch ist diese Vorsicht überhaupt angebracht? Kommt die Euro-Krise möglicherweise wieder zurück? Die gute Nachricht: An den Finanzmärkten hat sich die Lage längst wieder beruhigt, weil niemand mehr glaubt, der Euro werde zerbrechen. Davor nämlich steht die Europäische Zentralbank und deren Chef Mario Draghi. Im Juli letzten Jahres hatte Draghi versprochen, die EZB werde alles tun, um den Euro zu retten. Allein die Ankündigung reichte und die Zinsen, die Staaten wie Portugal, Spanien oder Italien für neue Schulden zahlen, sanken deutlich. Eine Entspannung, aber auch eine Lösung? Die Entspannung der Staatsschuldenkrise liegt nicht daran, dass die Krisenländer jetzt primär Reformen umgesetzt haben, also die Probleme selber gelöst hätten. Die Staatsschuldenkrise ist in erster Linie übertüncht, noch nicht gelöst. Und schlechte Nachrichten gibt es auch, nicht nur aus Italien. In der Eurozone wird insgesamt weniger gespart. So liegt das Haushaltsdefizit 2013, der EU-Kommission zufolge, bei den meisten Euro-Staaten über 3% des Bruttoinlandsprodukts, also über der Grenze, die sich die Staaten selbst einmal gesetzt hatten. Und gleichzeitig schrumpft die Wirtschaft in immerhin 7 Euro-Ländern. Die Bundesbank zumindest bleibt vorsichtig und rechnet mit dem Schlimmsten. Das ist das Signal aus Frankfurt. Tja, und der Bundesbankpräsident ist jetzt auch bei uns zu Gast im Studio. Guten Abend, Herr Weidmann. Guten Abend, Frau Schlumpe. Tun Sie das, mit dem Schlimmsten rechnen? Also zunächst mal erlauben Sie mir, dass ich zurückkomme auf Ihren Bericht und klarstelle, dass die Wagnisrückstellungen der Bundesbank keine politische Entscheidung sind. Wir berechnen die Wagnisrückstellungen modellbasiert. Also das, was Sie jetzt für Risiken zurücklegen. Das, was wir zurückgelegt haben, ist letztlich das Ergebnis unserer Modellberechnungen, die sich natürlich auch daran orientieren, dass unsere Bilanz im vergangenen Jahr sehr stark gewachsen ist, auf inzwischen über 1.000 Milliarden Euro. Aber damit bedeutet das trotzdem, dass Sie von großen Risiken ausgehen, die von der Antikrisenpolitik ausgeht. Also wir bilden das ab, was sich in unserer Bilanz zeigt. Und es ist klar, dass zum einen die Bilanz gewachsen ist, zum anderen aber auch die Risiken in unserer Bilanz zugenommen haben. Und das bilden wir in der Erhöhung der Wagnisrückstellungen auch ab. Nun haben Sie ja schon öfters davor gewarnt, dass die Regierungen quasi Probleme und Risiken auf die Notenbanken abwälzen, sie sozusagen ihren Job machen lassen. Wenn Sie jetzt Herrn Schäuble quasi nur so wenig überweisen, ist das dann auch so ein Stück weit, ja, nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen? Nein, es ist kein politisches Signal, das ist das Ergebnis unserer... Aber Sie haben einen besseren Spielraum. Es ist letztlich das Ergebnis unserer Modellberechnungen. Und wenn Sie sehen, dass wir eine Bilanz von 1.000 Milliarden, über 1.000 Milliarden Euro haben, dann sind die 14,4 Milliarden Rückstellungen, die wir, Wagnisrückstellungen, die wir jetzt aufgebaut haben, sicherlich nicht übermäßig und bewegen sich auch im Rahmen der Rückstellungen, die unsere Partnernotenbanken im Eurosystem bilden. Hat Herr Schäuble eigentlich gesagt, dass er das enttäuschend findet oder war er überrascht davon? Ich denke nicht, dass Herr Schäuble überrascht war. Jetzt sagen Sie uns doch noch mal, wovor genau haben Sie denn solche Bedenken, dass das jetzt so stark angewachsen ist, auch diese Risikorücklagen? Also letztlich drücken sich in den Wagnisrückstellungen da keine Bedenken aus, sondern wir bilden Risiken ab. Ja, aber Risiken sind Bedenken. Risiken beispielsweise, die wir in der Bilanz sehen, aufgrund der Staatsanleihen, die wir in der Bilanz angesammelt haben. Risiken beispielsweise auch
aus den geldpolitischen Geschäften, die riskanter geworden sind. Das alles bildet sich in unserer Bilanz und dann auch in den Wagnisrückstellungen ab. Sie sprachen gerade von den Staatsanleihen. Da hat ja EZB-Chef Mario Draghi uneingeschränkte Käufe in Aussicht gestellt. Und Sie hielten das eigentlich für Wahnsinn damals. Aber danach hat sich die Lage doch wirklich beruhigt. Hat das nicht eigentlich doch ganz gut funktioniert? Also ich glaube, den Ausdruck habe ich nicht gebraucht. Natürlich nicht. Wir haben Sie interpretiert. Aber Sie waren nicht glücklich damit. Ich glaube, das kann man so sagen. Also letztlich habe ich die Anleihen, Staatsanleihenkäufe in der Vergangenheit kritisch gesehen. Und auch das neue Programm, das ja unbegrenzte Staatsanleihenkäufe in Aussicht stellt gegen Konditionalität, kritisch gesehen, weil ich glaube, dass wir dort eine Grenze zur Fiskalpolitik überschreiten, die eine Notenbank nicht überschreiten sollte. Gleichzeitig haben Sie vollkommen recht, die Ankündigung des OMT, die Ankündigung dieser Staatsanleihenkäufe hat dazu beigetragen, dass sich die Finanzmärkte beruhigt haben. Das darf aber für uns als Notenbank nicht der wesentliche Maßstab sein. Warum eigentlich nicht? Das war doch das Hauptproblem, das nun mal ganz Europa umgetrieben hat. Unser Maßstab muss sein, dass wir am Ende Vertrauen darin wecken, dass wir Geldwertstabilität sicherstellen. Und wenn Zweifel daran entstehen, dass wir noch in der Lage sind, diese Geldwertstabilität auch zuverlässig zu sichern, dann ist das sicherlich etwas, was wir in der Erwägung, ob so eine Maßnahme gut oder schlecht ist, mit in den Blick nehmen müssen. Aber von Inflation ist im Moment ja weit und breit eigentlich nichts zu sehen. Kurzfristig haben Sie sicherlich recht. Unsere Prognosen gehen davon aus, dass die Inflationsraten auch noch sinken. Wir haben aber gleichzeitig eine sehr expansive Geldpolitik. Und die Frage ist, wir müssen natürlich irgendwann diese Geldpolitik auch zurückführen. Das ist technisch einfach möglich, aber wir müssen auch den politischen, wir dürfen auch keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir den politischen Willen haben, das zu tun. Um nochmal auf diese Anleihen zurückzukommen, daran verdienen die Banken ja auch ganz gut. Also Sie haben an der Griechenland-Krise bisher auch ganz gut verdient. Können Sie das beziffern? Der Finanzminister hat ja die Erträge aus den Griechenland-Anleihen in Aussicht gestellt für einen Transfer nach Griechenland. Wir haben uns entschlossen, als Notenbanken die Details zu diesen Zinserträgen nicht bekannt zu geben. Aber Sie müssen ja auch sehen, dass es letztlich um die erwarteten Erträge geht. Also wir müssen sehen, dass diese Erträge ja risikobehaftet sind und die Anleihen auch ausfallen können. Und was am Ende für uns zählt, ist der erwartete Ertrag und nicht die aufgelaufenen Zinseinnahmen, die wir gegenrechnen müssen gegen mögliche Verluste in der Zukunft. Das stimmt natürlich, wenn man eben nicht weiß, ob was ausfällt. Aber bisher kann man unterm Strich sagen, es wurde eigentlich in Deutschland an der Krise durchaus verdient. Also zumindest in der Notenbankbilanz haben sich die Zinseinnahmen positiv niedergeschlagen. Auf der anderen Seite müssen Sie ja auch sehen, dass der deutsche Steuerzahler hohe Risiken übernommen hat, indem er beispielsweise die Programme in Griechenland, aber auch in anderen Programmländern garantiert hat. Wohl wahr. Herr Weidmann, danke für das Gespräch und dass Sie hier bei uns zu Gast waren. Gerne.